So, widmen wir uns den Zäunen für die Laternen. Ich glaube, ich habe noch in irgendeiner Kiste Zäune rumliegen, aber ja, wie das immer so ist, habe ich jetzt keinen Bock, die zu holen. Von daher machen wir das jetzt so. Ja Leute, in diesem Part wollen wir hier den Friedhof mal so ein bisschen einigermaßen fertig machen, eigentlich schon fast, ne? Ich meine, viel fehlt nicht mehr im Endeffekt. So, die Laternen stehen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier müsste halt die 6. Laterne. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unlucky. Dann wird es eventuell ein bisschen dunkel. Das ist aber eine Sache, die gucken wir uns dann später an. Jetzt müssten wir uns eigentlich mal Gedanken machen, tatsächlich, wie wir dieses Areal hier füllen. Ich schlage vor, wir werden erstmal das eine Schild los. Und zwar, da habe ich auch schon ein bisschen Ideen. Und zwar, hier werde ich mal zum Teil so ein paar komische Gehirnfürze meinerseits verarbeiten. Zum Teil werde ich hier einfach mal ein paar Zuschauer verewigen. Weil, was ist ewiger als der Tod? Das habt ihr jetzt bestimmt nicht erwartet. So. Dann fangen wir einfach mal an. Hier, soll ich hier Root dazu schreiben? Nein, oder? Nein. Guck mal, wir machen das so. Blue the Dog. Zack. Er wollte doch nur. Oh, da ist die Dings drin. Er wollte doch nur spielen. Sowas in der Art schwebt mir davor, ne? So ein Name und dann zu jedem so ein dummer Spruch. Ich meine, bei dem Familiengrab hat kein dummer Spruch mehr draufgepasst, von daher ist der Name der dumme Spruch. Aber hier machen wir jetzt quasi Name und dann zu jedem so ein dummer Spruch. Das finde ich eigentlich gut. Ja, machen wir so. Machen wir so. Ich habe jetzt gerade noch eine Idee, das würde ich jetzt gerne noch unterbringen. Habe ich noch Holz? Natürlich nicht, das ist ja selbstverständlich. Dann holen wir mal kurz noch ein bisschen Holz. Bisschen Holz, bisschen Holz, bisschen Holz. Ich muss dringend mal auch so eine Art Baumfarm oder sowas bauen, ne? Einfach so ein Place, so eine Area, wo wir wirklich immer Bäume hochziehen. Die vielleicht auch so gebaut ist, dass die Bäume nicht ins Unendliche wachsen können. Gerade so Eichen halt. Und die wir dann immer wieder nachpflanzen und so weiter. Warte mal. Wenn ich jetzt gerade schon dabei bin. So. Perfekt. Ich hab den aber auch noch bekommen, das ist doch Optimum. Sehr schön. So. Dann hauen wir damit jetzt doch zumindest das eine Schild noch drauf, was mir jetzt auch noch gerade im Kopf rumschwirrt, was ich noch loswerden möchte. Ah, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Abstand zum guten Blue, ne? Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen. Lass den Scheiß! Da brauchen wir ein bisschen Abstand zum guten Blue. Moment. Mache ich alle zu. Nee, oder? Erstmal nicht. Ach, die Tastenkombi gibt es ja auch noch. Das ist ja voll geil. Das habe ich voll vergessen, wenn man die andere Taste gedrückt hält. Ich habe bisher immer die linke Maustaste gedrückt gehalten. Stopp. Hä? So. Das ist ja geil. So, brauchen wir ein bisschen Abstand, habe ich gesagt. Dann machen wir das jetzt hier hinten hin. Oh Gott, bitte sag mir, wenn ich den Namen jetzt richtig schreibe, ne? Das wäre sonst nicht peinlich. Ist das richtig geschrieben? Ja, wenn ihr kommentier mich in den Kommentaren. Korrigier mich in den Kommentaren. Ne, weiß ich, guck's jetzt direkt nach. Das wäre sonst nicht zu peinlich. Außerdem läuft gerade geile Musik, die könnt ihr mal kurz genießen. Das ist nämlich Zelda. Die Twilight Princess, Symphonic, whatever, von der Jubiläums-Edition, Special-Edition, wie auch immer, von Skyward Sword, von der Audio-CD. Das ist eine wirklich geile Special-Edition gewesen, weil die halt einfach eine echte Audio-CD mit Songs drin hat, die man halt auch nicht einfach so aus dem Game kennt, sondern die wirklich mit so einem Orchester extra dafür eingespielt wurden. Na, das ist schon sehr geil. Ja, ich hab's richtig geschrieben. Perfekt. Das letzte Leben. Scheiße. Leben aufgebraucht. Das passt nicht da rein, dein Ernst? Och, komm. Na gut, okay. Alexa, wie viele Leben hat eine Katze? Obwohl es häufig behauptet wird, haben Katzen keine 7 Leben, sondern nur 1. Ach, halt die Fresse. Die Aussage geht zurück auf Alexa, stopp.
weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber die sagt was von wegen keine 7 Leben, sondern nur 1. Was ist das für ein Flachwitz, ey? Der hätte von mir kommen können. Es war das 7. Leben. So. Wundervoll. Wundervoll. Okay. Ich habe auch noch für das nächste Schild gerade kurz was. Und zwar... Das ist natürlich kein dummer Spruch. Aber was soll's. Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. Das ist der Hund von meinen Großeltern gewesen. Und mehr oder weniger heißt auch so mein Plüschhund, der seit was weiß ich wie vielen Jahren bei mir im Bett mit drin rumliegt. Ja. Und als Kopfkissen herhalten muss. So, wundervoll. Da haben wir doch schon ein bisschen was gefüllt. Jetzt muss ich mir noch 1, 2, 3, 4, 5, bevor es jetzt zu sentimental wird, lieber weiterreden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dumme Sprüche überlegen. Perfekt. Kriegen wir hin, denke ich. Kriegen wir hin, ne? Also, wenn ihr Ideen habt, können auch gerne irgendwelche... Also, ja, ich werde noch ein paar Zuschauer verewigen, ne? 1, 2, 3 Zuschauer suche ich mir noch raus. Die man so am häufigsten auf dem Kanal sieht. Es dürfen aber auch gerne jetzt ansonsten hier irgendwelche Movie-Character oder sowas sein. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, dann rein damit. Und dann gucken wir mal, dass wir uns da einen coolen Spruch zu überlegen oder so in der Art. Achso, oh sorry Leute, ich habe die Musik vergessen, wieder leiser zu drehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut, ansonsten habe ich das im Schnitt nachher noch runterkorrigiert. So, was müssen wir, was machen wir jetzt als nächstes? Genau, ich wollte mir Gedanken machen, wie wir das hier mit dem Gedönsel machen. Lass mal überlegen. Ich glaube, das können wir wieder aus Stone Slabs bauen, das ist okay. Ich würde tatsächlich sagen, wir bauen dann hier so einen Brunnen hin. Wie möchte ich den bauen? So. Ist die Frage, was für eine Art von Brunnen soll es werden? Soll es ein echter Brunnen werden oder soll das mehr in die Richtung Springbrunnen gehen? So. Ups, nein, das ist falsch. So. Nee, aber hier unten. Nein. Wobei. Ist egal. Nein! Ah, scheiße. Jetzt bauen wir wenigstens auch nicht mal was mit dem Mossy Cobblestone, ne Leute? Wir haben den ja nicht umsonst aus den Dungeons rausgeruppt. So. Ich meine, der liegt im Wasser, von daher darf der auch ruhig ein bisschen mossy sein. Nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich das sogar ganz überzeugt, was ich hier baue. Moment. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht sieht es besser aus später, wenn da Wasser drin ist.
Es gibt keine Mossy Cobblestone Half Slabs, ne? Safe nicht. Wenn es keine Brick Half Slabs gibt, gibt es auch keine Mossy Cobblestone Half Slabs. Ja. Natürlich nicht. Na gut. Okay. Ich hole uns mal ein bisschen Wasser. Und dann müssen wir mal gucken, wo finde ich jetzt am schnellsten Wasser. Warte mal, funktioniert das, wie ich das hier so gebaut habe, da unten als unendliche Wasserquelle? Nee, ne? Nee. Das war blöd, ich hätte mir erst aus den Wasserdingern, die ich hier gerade hatte, eine unendliche Wasserquelle bauen sollen. Das war nicht so smart. Na gut. Dann gehen wir kurz nach da vorne an unseren Teich. Oder was auch immer das ist. Auslaufe vom Meer oder Fluss oder... Ja, was auch immer. Jedenfalls haben wir da ein bisschen... Wasser. Und das ist die Hauptsache. So. Alter, was der, what the fuck ist denn hier für eine Party, ey? By the way, kann man die... Nein, Moment, ich wollte... Nein, man kann die Skizze noch nicht melken. Okay, oder nicht mehr. Ich glaube, vielleicht ging das früher mal in einer von den alten Versionen und dann noch später wieder in einer der neueren Versionen. Nicht ganz sicher. Egal, jedenfalls geht's aktuell nicht. Es sei, wie es sei. So. Ah, mir tut auch langsam schon wieder die Hand weh. Ich spiele jetzt auch schon wieder seit einer Stunde oder so, obwohl ich erst 40 Minuten aufnehme. Scheiße, Digga. Das triggert mich wirklich sehr. Naja, machst du nichts, wirklich. Machst du nichts. Ich baue mir jetzt aber erstmal eine unendliche Wasserquelle, bevor ich das hier irgendwie blöd random reinkloppe. Zack. So. Das müsste ja auch in der Beta funktionieren, ne? Ja. Perfekt. Dann machen wir jetzt erst Folgendes. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah, es reicht schon. Drei reichen. Interessant. Ist das jetzt nur eine unendliche Wasserquelle? Ah, cool. Geht auch mit mal drei. So, und dann machen wir hier den Zulauf. Ja, aber das hier gefällt mir wirklich nicht. Finde ich blöd. Ich glaube, die finde ich auch blöd. Ups. Ich glaube, so ist es auch sehr komisch, weil die jetzt einfach in der Luft fliegen, die Blöcke. Ist ja schon wieder Nacht. Was soll denn das? Warte mal, keine Faxen. Übergangsmäßig mache ich jetzt einfach mal kurz den hier. Weil wir jetzt halt noch keine Glowstones da drauf haben. Achso, ich habe ja gesagt, auf die Gräber kommen Fackeln drauf, ne? Genau, dann haben wir nämlich automatisch... Das habe ich, glaube ich, auch offscreen vor euch gesagt. Aber ja, dann haben wir nämlich automatisch hier so ein bisschen Lichtquellen. Und gleichzeitig sind das quasi so die Fackeln zum Gedenken an die Verstorbenen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, oder? Damit haben wir automatisch eine schöne Beleuchtung hier. Außer natürlich Graf von Creeperstein, die kriegen gar nichts. Die werden im Dunkeln versauern. Ja, das ist klar, das ist klar. Soll ich hier drei Kobbel noch reinziehen? Weiß ich nicht genau. Lassen wir erstmal so. Okay. Hier an dem Brunnen machen wir auch mal kurz Fackeln. Ja, ist jetzt nicht besonders geil, aber ist okay, denke ich. Ist okay. Ich habe noch Holz dabei. Ja. Okay, gut. Dann lass mal kurz. Ein paar Treppenzimmern tatsächlich. Und dann würde ich jetzt gerne mal eine Sitzgelegenheit schaffen. Aber eigentlich würde ich gerne erstmal schlafen gehen. Und dann sehe ich auch wieder ein bisschen, was ich hier baue. Ich glaube, das wäre besser. Ja. Ja, ja, ja. Okay. So. Ja, Leute. By the way, nochmal um darauf zurückzukommen, warum ich jetzt hier gerade wieder so viel aufnehme diese Woche. Ich meine, einerseits, das habe ich jetzt vorhin irgendwie nur so halb fertig gemacht, das Thema. Im letzten Part. Einerseits, weil es halt diese Woche sich anbietet, weil es noch schön kühl ist, wie gesagt. Und ab nächster Woche wieder echt warm wird und das dann wieder Horror wird. Und andererseits, weil es einfach langsam Zeit wird, dass ich ein bisschen vorproduziere für diesen Monat, denn ich bin Ende Juli ja im Urlaub. Weiß nicht, ob ich das jetzt hier offscreen erzählt habe oder ne, im Live, aber ich bin auf jeden Fall
im Urlaub. Denn ich gehe aufs Taylor Swift-Konzert. Und ja, dafür muss man langsam aber sicher mal so ein bisschen was vorbereiten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier ist Mitte. Dann würde ich vielleicht tatsächlich hergehen. Also. Das absichtlich so ein bisschen versetzen. Habe ich noch Schilder? Natürlich nicht. Warum frage ich eigentlich? Haben wir zwei Bänke da? Passt. Ich habe alle Holzblöcke. Ich bin so dumm, Alter. Es ist wieder so typisch. Ja. Genau. Taylor Swift Konzert. Und da bin ich ab dem 20. oder so im Urlaub. Also jedenfalls dann wahrscheinlich nicht mehr hier. Und ja, dann bin ich halt wahrscheinlich so ein, zwei Wochen im Urlaub. Das heißt, für die 14 Tage muss man im Endeffekt noch was voraufgenommen haben. Ja, von daher, that's that. Und ich werde mir die ein, zwei Wochenenden davor, was jetzt eigentlich schon ab dem nächsten Wochenende wäre, glaube ich. Ups. Auch ein bisschen damit beschäftigen müssen, glaube ich. Mich so ein bisschen auf das Konzert vorzubereiten quasi. Ich meine, einerseits mental. Das ist das erste Mal, dass ich auf so ein Konzert gehe tatsächlich. Und dann direkt so ein Riesending. Das wird schon einigermaßen wild werden, glaube ich. Aber ich habe schon Bock. Aber ja, bin mal gespannt, wie das wird. Muss sagen, Social Anxiety kickt schon so ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke. Aber kriegen wir hin. Hoffentlich. muss. Andererseits, ich meine, es ist ein Taylor Swift-Konzert, Digga. Da muss man eigentlich schon so ein bisschen, ne, ein bisschen passendes Outfit haben, so. Und ich habe auch Bock, so Freundschaftsarmbänder und sowas eigentlich noch zu machen. Ne? So Friendship Bracelets. Mit so Perlen und sowas. Habe ich eigentlich schon auch noch Bock drauf. Von daher, ja, werde ich da tatsächlich mal ein bisschen noch was an Vorbereitungszeit eigentlich reinstecken müssen. Perfekt. Was wollte ich gerade holen? Ah, genau. Oh. Wird aber noch so ein bisschen knapp, du. Genau, ich glaube, wir müssen was an Vorbereitungszeit reinstecken müssen. Und ich denke, das werde ich am Wochenende machen müssen. Ja, ist eh so eine Sache, ne? Ich wollte mich da schon längst mal befassen. So, was ich dafür anziehe und so weiter. Und wie auch immer, so ein paar Friendship Bracelets machen und so weiter. Aber ich habe bisher irgendwie das immer wieder vor mir geschoben. Obwohl ich eigentlich echt da Bock drauf habe. Aber ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das machen möchte, ne? Keine Ahnung, wenn du so auf Social Media unterwegs bist und so weiter und dir so Outfits anguckst, was so Leute quasi dazu so ein Konzert anhaben. Ich meine, klar, man kann auch einfach was ganz Normales anziehen. Im Endeffekt, vielleicht gehe ich auch einfach nur in irgendeinem Merch-Shirt hin oder sowas, ne? Das ist auch eine Possibility natürlich, klar. Aber irgendwie so ein bisschen was Besonderes hätte ich schon Bock drauf eigentlich. Aber ja, wenn du halt guckst, was andere Leute so quasi anhaben, das Problem ist halt, da gibt's echt sau viele geile Outfit-Ideen und auch geile Outfits einfach, die sau cool aussehen und wo man echt sagen muss, boah, holy shit, ne, richtig geil. Das meiste sind aber halt von Frauen / Mädels, ne? Das ist ein bisschen schwierig, dann als Typ da was zu finden. So, ich meine, boah, das sieht natürlich schon scheiße aus hier irgendwie, oder? Das sieht schon ein bisschen scheiße aus. Ich meine, irgendein cutes sparkly Dress oder sowas würde ich easy finden, ne? Und wird auch easy gut passen. Aber ist jetzt halt leider nicht so ganz mein Stil, leider. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, keine Ahnung, wenn ich sowas anziehen könnte, würde ich schon fühlen. Würde ich schon gerne machen eigentlich, aber kann ich halt nicht. Das sieht nicht aus. Von daher, ja, das ist halt das. Und demnach brauche ich irgendwas anderes, was ein bisschen besser dann zu mir passt. Und in dem ich mich auch wohlfühle. Aber ich weiß nicht so recht, Leute. Nicht so die zündende Idee bisher. Ich hätte Bock, irgendwas zu machen, was so ein bisschen an die Lover-Era quasi angelehnt ist, weil das einfach das Album war, die Era war. Einerseits, mit der Taylor Swift angefangen hat, ihre eigene Musik auch zu besitzen. Ne, das ist natürlich dahingehend schon mal ein Meilenstein in ihrer Diskografie. Andererseits ist das Album, mit dem ich damals angefangen habe, Taylor Swift aktiv zu hören, was mich da so ein bisschen reingebracht hat quasi. 2019 damals. Von daher, was ich damals auch in der Zeit, da war ich gerade auf der Arbeit, in der Ausbildung, war ich bei einem Kunden vor Ort eingesetzt und ich hatte da schon ein paar echt Schmutzaufgaben, muss man sagen. Ne? Im Endeffekt die ganze Zeit in irgendeinem Lagerraum gesessen und immer dieselben Tasten auf Notebooks gedrückt quasi, um die zu installieren. Das war schon langweilig.
und da immer schön Ohrstöpsel drin gehabt und das Album hoch und runter gehört. So Sachen wie The Archer, Cornelia Street und so weiter. Ist einfach legendär geil. Von daher, ja, war auch einfach, ist auch einfach ein Album, mit dem ich schon irgendwie was verbinde. Und deswegen hätte ich da schon Bock drauf eigentlich, das irgendwie so ein bisschen damit mit einzubringen. Ja. Aber, ne, die Idee, meine Leute, die Idee. Da hapert es dann so ein bisschen. Ich sollte das umdrehen, was ich hier gerade baue. Ich wollte gerade überlegen, hier vorne jetzt einen Baum zu pflanzen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man das umdreht. Also quasi den Busch nach vorne und den Rand setzt. Irgendwo hier so. Ich kann auch echt schlecht Büsche bauen, muss man dazu sagen. Obviously. Irgendwie so. Den da hinten lasse ich, glaube ich. Und dann kloppen wir hier irgendwo so Bäume rein. Ich habe keine Saplings, ne? Klasse. Ganz großes Kino. Von daher, ja, also wahrscheinlich werde ich mir irgendwie so ein rosa Hemd, also irgendwie sowas in die Richtung besorgen und dann halt mal gucken. Ich meine, irgendwas Sparkly-mäßiges geht immer. Ne? Da hätte ich eigentlich auch Bock drauf, irgendwas, was so richtig schön am Glitzern ist. Aber muss man auch erstmal was finden, was ganz nicht gut aussieht. So ein Sparkly-rosa Hemd wäre eigentlich geil, oder? Wäre schon geil, würde ich schon fühlen. Ja, da muss ich mich jetzt nochmal ein bisschen beschäftigen demnächst. Hätte ich längst mal machen sollen, wie gesagt, aber wie das halt immer so ist, ne? Was ist eigentlich mit diesem Monstrum hier, ey? Holy shit, Mann. Das ist ja gigantisch, das Teil. That's what she said. So, das musste an der Stelle nochmal kurz gesagt sein. Entschuldigung. So. Wir könnten auch eine Birke hinsetzen eigentlich. Wird vielleicht sogar besser passen. Ja, wird vielleicht sogar besser passen. Können wir bauen noch eine Birke hin. Dann organisiere ich uns kurz ein paar Birken-Saplings. Eine Sekunde. Jetzt habe ich keine Axt mehr, ne? Klasse. Ganz großes Kino wieder. Na gut, egal. Also ja, dahingehend wird der Juli auf jeden Fall spannend, Leute. Der Juli wird auf jeden Fall spannend. Kann man so festhalten. So. In mehrerer Hinsicht. Ich muss auch noch, ich habe noch einen Zahnarzttermin diesen Monat. Auch wieder richtig Bock drauf auf jeden Fall. Ne? Die Vorfreude ist quasi, ich kann mich kaum in Grenzen halten, so sozusagen. Ja. Es ist wirklich schwer, meine Vorfreude da in Grenzen zu halten. Aber ich probiere es. Ja, tatsächlich die Woche Mittwoch, bevor ich Urlaub habe und dann dementsprechend dann aufs Konzert fahre, in der Woche, am Wochenende. Also die Woche davor Mittwoch habe ich dann den Zahnarzttermin. Danke dafür. Oder ist Donnerstag? Ich glaube, es ist sogar Donnerstag. Ach, keine Ahnung, Digga. Warte, was habe ich vor einem Jahr ausgemacht oder so? Das ist wieder so ein, wie sagt man, Routine-Termin. Und halt außerdem Zahnreinigung mit dazu und so weiter. Ja. Nichts, worauf man Bock hat, aber was soll man tun, Leute, was soll man tun? So, das ist aber noch von einem Baum, der noch steht, oder? Wo ich mich gerade durchgrabe. Ja, genau. Habe ich jetzt echt nur zwei Saplings daraus bekommen? Das ist ja wieder dreist. Na gut, eigentlich reichen zwei auch, was soll's. Moment, die Tür ist da hinten. Naja. Von daher, mal gucken. Bam. Es ist platztechnisch alles ein bisschen schwierig hier irgendwie gerade. Ich weiß nicht warum. Kann ich hier noch irgendwas zusammenstacken? Nö. Hier habe ich schon wieder 64 Sand dabei. Wo kommen die denn schon wieder her? Habe ich nochmal Sand abgebaut? Eigentlich nicht. Das finde ich brisant. Die muss man auch einfach mal kurz wirken lassen. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir nageln jetzt einfach mal kurz hier. Ach, guck mal, so Bäume in der Größe könnte ich doch da hinpflanzen. Hinbauen. Der ist ja cute. Wir nageln jetzt hier einfach mal kurz den Scheiß zu. Ich weiß nicht genau, warum ich das noch offen gelassen hatte. Aber das kommt jetzt mal weg. Ups.
Irgendwie so. Ich glaube, so geht das klar.